Servus und willkommen zu Scrap im Grünen, in den Feldern, in den Wäldern und mit dieser Monstrosität hier. Nein, das ist keine Monstrosität, sondern das ist der Klaas Lexion Mähdrescher von Dumpfings. Und wir sind hier nicht bei Scrap im Grünen, sondern bei Scrap Score. Und das bestätigt auch der gute Mähdrescher, indem er immer mal wieder kurz nickt. Dieser Mähdrescher, ich lese mal ganz kurz schnell die Beschreibung vor, ist created by Dumpfings. Dieser Mähdrescher ist der Lexion-Serie von Klaas nachempfunden. Bei Frame-Einbrüchen kurz auf den Lift stellen und wieder herunternehmen. Diese Kreation nicht erneut hochladen, auch nicht in veränderter Form. Und YouTuber dürfen diese Kreation vorstellen, sofern wir den Ersteller nennen und die Kreation verlinken. Natürlich tue ich das, Dumpfings, und verlinkt ist das Ganze in der Videobeschreibung. Also reinschauen, Leute, falls euch der Dinger hier gefällt und ihr den auch mal testen wollt. Oh, Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Okay. Gucken wir uns das Ding an. Es ist Holz. Es ist Holz, was er hier benutzt hat. Nichtsdestotrotz sieht ja nicht schlecht aus. Aber wir wollen zuerst einmal mit dem in der Gegend rumfahren, rumkutschieren. Gucken wir erstmal, was er denn alles kann. So, mit der Nummer 1. Mähwerk nach unten. Mähwerk nach oben. Mit der 2. Heben wir das Drehding. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so großartig mit Mähdreschern jetzt aus. Deswegen, ich sag euch, wenn ihr mir was sagen müsst, als Kommentar, sorry, mir ist gerade nicht eingefallen, eine Videobeschreibung, da könnt ihr nichts reinschreiben, da könnt ich was reinschreiben, aber ihr nicht in den Kommentaren bitte sagen, was bringt zum Beispiel das hier? Ich habe keine Ahnung, warum man das machen kann, ich weiß, dass es geht, aber ich weiß nicht, was es bringt. Dann haben wir die 3. Aha, da geht's oben auf. Interessant. Nochmal sowas, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt. Bitte auch mir sagen, was das ist. Ich kenne mich null aus. Aber ich weiß auch, dass es das gibt. Aber ich habe mich noch nie damit befasst, was das kann. Vielleicht sollte ich mal eine Doku anschauen bezüglich Mähdrescher. Okay, dann haben wir noch die 4. Aha, mit der 4 machen wir das Mähwerk an. Mit der 5, da fahren wir den Arm aus, der das Gedreschte dann in einen Traktoranhänger reinladen könnte. Und mit der 6 machen wir Licht unten und mit der 7 Licht oben und das war's. 8, 9 und 0 ist nicht belegt. Wir lassen natürlich Licht an. Ah, hinten geht dann das Licht auch noch an. Haben wir hinten auch noch Scheinwerferchen. Okay, da würde ich sagen, legen wir mal los hier mit Dreschen. Oh, ein bisschen früh. Moment. Halt, was ist drin? Oh, sollen wir das auch noch gleich ausfahren? Ja, natürlich. Oh, das sieht komisch aus, wenn da nichts neben fährt. Und das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Muss ich sagen, doch. Faszinierend. Und der fährt auch gar nicht schlecht eigentlich. Geht voll ab. Guckt euch das an. Oh, ist der gefedert? Der hat auf jeden Fall ein Fahrwerk, aber ich weiß nicht, ob er da gefedert ist. Ich sehe da keine Federn. Ich glaube, das ist einfach nur ein Fahrwerk mit Bearings gemacht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Oh ja. Ja, das ist ein Fahrwerk gemacht aus Bearings. Nicht schlecht, das funktioniert sehr gut. Und hinten vermute ich auch. Guck mal, wie er jetzt da steht. Das ist hinten. Das Rad ist auf dem Boden. Das ist einfach nur hier. Ein Bearing. Nicht schlecht. Es funktioniert hervorragend. Glaubt man gar nicht, aber es funktioniert. Es ist einfach nur dieser einzelne Bearing hier. Klasse. Funktioniert einwandfrei. Nicht schlecht. Fährt sich gut. Oder? Komm, wir fahren nochmal eine Runde. Oh, hoppla. Von innen. Richtig ausrichten. Ich weiß, das sind wir gerade schon durchgefahren, aber warum denn nicht nochmal?
Das ist cool. Sieht das echt cool aus, muss ich sagen. Also, okay, ich weiß, ich fahre viel zu schnell durch. Aber das ist irgendwie, sieht das echt cool aus. Und der geht echt nicht schlecht ab. Das könnte eng werden, das könnte eng werden. Der kommt da durch, der kommt hier gut durch. Also meine Busse würden hier nicht so gut fahren. Das Fahrwerk funktioniert echt nicht schlecht. Also gut. Kommen wir zur Bewertung und fangen mit der Optik an. Und da kriegt er eine 4. Ich weiß, er hätte eine 5 verdient, aber aufgrund des Holzes kriegt er hier eine 4. Muss ich leider einen Punkt abziehen. Ich bin einfach, was das angeht, stringent. Ich bin da einfach streng und sag mir, hier in so einem Fahrzeug hat Holz nichts zu suchen. Und ich weiß, es dient der Performance, aber fließt hier nicht in die Wertung mit ein. Hier geht es nur um die Optik und deswegen ist hier Holz fehl am Platz. Trotzdem, insgesamt das Bild von diesem Ding richtig Hammer. Also der ist echt schick gemacht, sieht super aus. Nur das Holz trübt einfach das Gesamtbild etwas. Nichtsdestotrotz, 4. Ohne Holz hätte es nicht definitiv eine 5 gegeben. Jo, dann kommen wir zum Fahrverhalten und das habt ihr ja gerade gesehen. 5. Ein super Fahrwerk mit diesen Bearings, es funktioniert einwandfrei. Dieses große Gefährt kann hier echt locker in der Gegend umeinander umherfahren. Immer wieder kommt der Schwabe raus, sorry. Also, Hut ab, gut gemacht, wirklich. Klasse. Dann hätten wir noch Funktionen als letztes und da gebe ich eine 4. Warum eine 4? Weil es zwei, drei Kleinigkeiten gibt, die, es sind zwar wirklich nur, es ist absurd eigentlich, dass ich deswegen einen Punkt abziehe, aber ich vermisse ein Radio. Ich vermisse einfach ein Radio. Kann ich hier nicht rumspringen? Mann. So. Ich vermisse hier einfach ein Radio. Der hat nur so viel Platz, der hätte locker ein Radio noch mit reingepasst. Außerdem eine Hupe hätte bestimmt auch noch irgendwo hingepasst. Und irgendwie fehlt mir eine Rundumleuchte hinten dran oder so. Oder vorne oder allgemein hinten und vorne. Ich meine, das Ding, es ist zwar alt, also die Kreation ist, lasst mich kurz nachgucken. Die Kreation wurde veröffentlicht am 12. November 2016 und aktualisiert am 5. März dieses Jahr. Das heißt, er hat mal was dran gemacht. Ich vermute mal, die Lichter hat er aktualisiert. Dabei hätte er doch auch noch hier so Rundumlichter machen können, oder? Also so Warnleuchten, diese gelben Warnleuchten würden irgendwie noch passen, finde ich. Was haltet ihr davon? Soll er das noch hinmachen? Weil ich weiß ganz genau, dass Dumpwings dieses Video sehen wird. Schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt @Dumpwings. Bitte mach mal eine Aktualisierung davon. Noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann kannst du dir Dumpwings auch deine imaginären 5 in den Funktionen vorstellen. So, auf jeden Fall cooles Teil. Wirklich Dumpwings, gut gemacht. Nochmal. Ein Dankeschön an dich für diese tolle Kreation. Und danke an alle, die zugeschaut haben. Schaut in die Videobeschreibung rein, da findet ihr den Link und alle weiteren Infos. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute!